Zeit für eine Zwischenbilanz. Was ist mit der Starship-Entwicklung los? Seit dem letzten Update hat SpaceX Super Heavy Booster 7 zweimal auf dem orbitalen Teststand gezündet. Beim ersten Static Fire feuerten 14 Triebwerke. So gab es Elon zumindest über Twitter bekannt. Die Raptor 2 Triebwerke liefen für mehr als 10 Sekunden. Dabei bereiteten die Menge an Staub und Geröll, die durch die Luft gewirbelt wurden, der Community große Sorgen. Aber dazu später mehr. Daraufhin war zu sehen, dass SpaceX damit begonnen hatte, die Fläche unter dem orbitalen Starttisch zu pimpen. Der Test hat deutliche Spuren hinterlassen. Wenn die Startkadenz steigt, wird man wohl immer einen leicht verkohlten Starttisch haben. Im Moment sind sie noch nicht ganz da, wo sie sein wollen. Und Boca Chica wird für längere Zeit ein Ort zum Experimentieren bleiben. Auch wenn SpaceX immer vorsichtiger wird, weil sie inzwischen eine komplexe und teure Infrastruktur zu schützen haben. SpaceX ist sich dieses Risikos bewusst, daher lautet das Motto der Stunde: Infrastruktur auf den orbitalen Testflug vorbereiten. Das lässt mich darauf schließen, dass die Bodenanlagen, auch bekannt als Stage Zero, inzwischen weitestgehend für einen orbitalen Startversuch bereit sind. Im Sinne der Funktionstüchtigkeit meine ich. Zu Stage Zero bringe ich übrigens am 25. Dezember ein Deep Dive. Felix von Whataboutit spekuliert auch in diese Richtung. Dass SpaceX in Boca Chica möglicherweise einen zweiten Turm errichten könnte. Das würde Sinn ergeben, denn damit SpaceX funktioniert, wie es Elon vorgesehen hat, wäre ein zweiter Turm mit Starttisch ideal. Solange es nur einen Turm gibt, kann man den einzigen Turm, den man hat, nicht gefährden. In Florida ist es ja nicht anders. Da werden auch zwei Türme stehen. Und von den suborbitalen Testständen haben sie auch zwei gebaut. Aber wie gesagt, mehr zu Stage Zero in der Ausgabe vom 25. Dezember. Ehe ich SLS sagen konnte, feuerten die B7 Triebwerke erneut. Dieses Mal am 29. November. Dabei feuerten 11 Raptoren für 13 Sekunden. Diese Geschwindigkeit, mit der SpaceX vorgeht, ist verrückt. Damit diese Static Fires überhaupt möglich sind, müssen beinahe täglich solche Tanker Methan, Sauerstoff und andere Verbrauchsgüter ankern. Gewaltiger Aufwand. Und dann ist da noch die Sache mit S24 und dem Gerüst, das über die letzten Wochen daneben aufgezogen wurde und weiterhin wird. Marcus House vermutet, dass sie an den Schweißnähten arbeiten möchten. Aber warum bringen sie S24 dann nicht zurück in die Werkstraße? Ist es vielleicht effizienter, auf dem Testgelände ein temporäres Gerüst aufzubauen, als in der brummenden, vollen Werkstraße Platz zu machen? Schreib mir bitte in die Kommentare, ob du genaueres weißt. Auf den neuesten Aufnahmen von NASA Spaceflight sieht man schön, dass sie einzelne Gruppen von Hitzeschutzkacheln entfernt haben. Beim zweiten Test feuerten weniger Triebwerke. Vielleicht um die Infrastruktur zu schonen. Das bedeutet natürlich auch, dass der Test am 14. November weiterhin der Rekordhalter für die meisten gleichzeitig gefeuerten Raptoren ist. Danach wurden gleich zwei frische Triebwerke zum Testgelände gebracht, bevor sie B7 vom orbitalen Teststand herunter auf einen Transportstand stellten und inzwischen ist der Booster wieder zurück in der Werkstraße. Der zweite Test mit 11 Triebwerken fand mit einem vollen Sauerstofftank statt. Solche Tests sind wichtig, um das Verhalten bzw. die Funktionstüchtigkeit des autogenen Druckbeaufschlagungssystems sicherzustellen. Ganz kurz erklärt bedeutet das, dass die Tanks selbst den nötigen Druck durch verdampfenden Treibstoff erzeugen. Das ist notwendig, um die Triebwerke gleichmäßig mit der richtigen Menge an Treibstoff zu versorgen. Ich möchte aber noch einmal zurück zu dieser Geröllwolke, weil mir etwas aufgefallen ist. Man darf hier nicht vergessen, dass das keine fluffigen Wolken sind. Da fliegt Beton und ganz viel anderes Zeug durch die Gegend. Heiß und schnell ist die Wolke auch. Hier ist besonders schön zu sehen, wie schnell die Tankfarm im Vordergrund eingehüllt ist. Es grenzt doch an ein Wunder, dass die Tankfarm noch keine gröberen Schäden davongetragen hat. Der Wall dazwischen hilft mit Sicherheit. Das scheint auch SpaceX so zu sehen, deswegen wird dieser jetzt erhöht, um die Tankfarm noch besser zu schützen. Um das Innenleben des Turmes zu schützen, bringen Crews diese schweren Schutzplatten an. Zumindest einmal auf der Seite, von der das Höllenfeuer kommt. Vielleicht hast du es ja schon gehört, aber vor ein paar Wochen hat die NASA eine zweite Mondlandefähre für Aktivitäten im Rahmen der Artemis 4 Mission bei SpaceX bestellt. Das bedeutet im Klartext,
dass SpaceX weitere 1,15 Milliarden US-Dollar erhält, um ein zweites Mond-Starship, auch bekannt als HLS, zu bauen. Das soll dann 2027 auf dem Mond landen. Ich denke, das zeigt großes Vertrauen in SpaceX. SpaceX braucht bald einen größeren Erfolg mit Starship, denn sie sind für ihr Starlink-Programm darauf angewiesen. Und an möglichen Missionen mangelt es sowieso nicht. Neben sich selbst für Starlink hat SpaceX mittlerweile eine ganze Reihe von Missionen in den Auftragsbüchern stehen. Und unzählige Absichtserklärungen, Investoren und andere Kunden, die nur darauf warten, dass sie Starship-Kapazitäten erwerben können. Aber dieser Aspekt verdient ein eigenes Video in der Zukunft. Kommen wir noch einmal kurz zurück zur Werkstraße, bevor wir nach Florida schauen. Nach der Fertigstellung der Star Factory, also diesem großen weißen Gebäude, sieht die Werkstraße nun sehr aufgeräumt aus. Das wird aber vermutlich nicht lange so bleiben, denn diese Zelte müssen über kurz oder lang weichen. Ich erwarte weniger Zelte zu sehen, aber doch sehe ich ein weiteres Zelt, das hier auf Höhe der Raffinerie und des Rocket Gardens hochgezogen wird. Hier ist es nur noch mäßig möglich, alles im Auge zu behalten. S25 und S26 Nasenspitze sind im Hochschutz. Ersterer sieht schon ready to go aus. Ein Gebäude weiter sehen wir B9 in voller Pracht. Sein Vorgänger B8 hat leider ausgedient, bevor er viel erleben konnte. Deswegen steht dieser Prototyp jetzt bei seinen Freunden im Rocket Garden. Sieh dir mal diesen Triebwerksraum an. Das ist jetzt mal zumindest vorläufig Deko für Starbase. Hier wird wieder schön klar, wie SpaceX in ihrer Entwicklung vorgeht. Es gibt immer eine Reserve. Daher noch einmal, ich denke, dass in Boca Chica bald ein zweiter Turm emporsteigen wird. Apropos Turm, schau dir mal diese Chopsticks an, die heruntergefahren werden. Aber wir schweifen ab. Einzelteile für die Prototypen bis S29 und bei den Boostern bis B12 wurden gesichtet. Aber wer weiß schon, was hinter verschlossenen Türen noch so abgeht. Die Maschinerie ist jedenfalls angelaufen, denn SpaceX hat schon vor Wochen das Ziel erreicht, ein Raptor 2 Triebwerk pro Tag herauszuballern. Das hat die NASA auch bestätigt. Das bedeutet, dass sie für einen vollen Starship Stack mit 33 Triebwerken etwas mehr als einen Monat brauchen. Die 200er Marke ist schon durchbrochen. Was wir hier sehen, ist die Ruhe vor dem Sturm. Das bedeutet, dass SpaceX jährlich genug Raptor 2 Triebwerke für 11 volle Starship Stacks produziert. Und als ob das nicht schon schnell genug wäre. Elon erwartet, dass sie noch effizienter werden in der Produktion. Schau dir mal diese Bilder der neuesten Iteration des PES Dispensers an. Aus dieser gigantischen Luke werden die Starlink 2 Satelliten hinausgeschoben. Das ist übrigens auch schon der Hinweis darauf, wer der erste Kunde sein wird. Das ist jetzt Spekulation. Sie selbst natürlich, damit sie keine Nutzlast von zahlenden Kunden gefährden. Das zeigt aber auch, dass sie es eilig haben. Und eilig gefällt mir, solange niemand verletzt wird. Und ich weiß, ich habe gesagt, dass wir uns Stage Zero in der übernächsten Ausgabe genauer ansehen werden, aber das muss ich dir heute schon zeigen. Das viel diskutierte Deluge System. Dieser Test zeigt, dass die Pumpen in der Lage sind, enorme Mengen an Wasser mehrmals über erhebliche Zeiträume unter den Starttisch zu pumpen. Fand den Test sehr cool und wollte euch diese Bilder nicht vorenthalten. Und diesen Kerl muss ich dir auch noch zeigen. Er führt einfach einen Traktor an der Leine, Gassi. Genug davon, ab nach Florida. Hier am Cape steht schon der erste Turm. Da können die Bauunternehmen in Ruhe arbeiten. Auf ihrer Baustelle versucht noch niemand eine Rakete zu bauen oder zu starten. Denn so war es in Boca Chica, als sie dort den Turm gebaut haben. Auf dem Werksgelände sind die Segmente für den zweiten Turm und das Zubehör für den ersten zu erkennen. Was aber viel mehr ins Auge sticht, dass die Star Factory hier eine ganz andere Form hat als in Texas. Die Deckenhöhe steigt nach vorne hin an, hingegen beim Hochschutz tut sich nicht viel. Das Material und das Werkzeug liegt schon da, aber keiner, der diese beiden Komponenten zusammenführt. Es wird vermutet, dass es an irgendwelchen Genehmigungen scheitert, aber ich behaupte einfach, ohne jeglichen Beweis, dass ihnen die Leute fehlen. Sobald die Star Factory fertiggestellt ist, werden diese Crews zum Hochschutz geschiftet, damit es losgehen kann. Am ganzen Cape wird gerade bei mehreren Pads gebaut. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass irgendwann das richtige Personal knapp wird. Kommen wir wieder kurz zurück zum Startgelände. Hier geht SpaceX das Tankfarmproblem ganz anders an. Neben dem Kugeltank aus der Shuttle-Zeit haben sie unzählige dieser altbekannten weißen Tanks hingestellt und hier werden noch zwei tankartige Strukturen errichtet. In Boca Chica kann sich SpaceX weitestgehend austoben. Aber am Cape, da bin ich mir sicher, besteht die NASA auf etwas mehr Vorsicht. Denn gleich neben dem Starship-Turm steht der Turm für die Falcon-Starts. Das wird Stage Zero 2.0 sozusagen.
Wenn dir die Ausgabe gefällt und du auch in Zukunft immer auf dem letzten Stand der Raumfahrt sein möchtest, dann abonniere jetzt Mars Chroniken. Weitere Infos, wie du Mars Chroniken unterstützen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir jetzt zu den beiden Abschlussschmankerln kommen, möchte ich noch die Frage stellen, wann Starships orbitaler Testflug stattfindet. Mich interessiert vor allem, was du denkst. Also schreib mir deine Gedanken in die Kommentare bitte. Ich hoffe, dass wir noch dieses Jahr einen Testflug sehen, aber glauben tue ich nicht daran. Realistisch ist Q1 2023. Denn es wirkt im Moment nicht so, als ob irgendein Prototyp vollkommen ready wäre. Ein oder zwei Static Fires werden wir auf jeden Fall noch sehen, bevor dieses Biest abheben kann. Aber ich kann mich auch täuschen. Die Zeit wird es zeigen. Und jetzt zu den zwei Schmankerln, die ich vorbereitet habe. Aber nur ganz kurz. Ende November startete SpaceX mit dem Eutelsat 10B Satelliten. Dabei kam, wie üblich, eine Falcon 9 zum Einsatz. Für diesen Booster 1049 würde dieser Flug zu seinem 11. und letzten werden. SpaceX hatte dazu Landebeine und Gridfins entfernt, da man diesen Booster ins Meer fallen lassen würde. Sie machen das, wenn sie das extra Delta V, also die Energie oder den Schub, brauchen, um einen besonderen Orbit zu erreichen. Die Nutzlast wurde in einen hochelliptischen, supersynchronen, geostationären Transferorbit geschossen. Das bedeutet, dass der Satellit für den geostationären Orbit auf etwa 36.000 Kilometer Höhe bestimmt ist. Eine weitere Besonderheit am Start dieses Boosters war die erstmals eingesetzte weiße Interstage auf einer Falcon 9 Block 5. SpaceX hat eine neue Cargo Dragon. Das Thema der Dragon und Starliner Kapseln behandle ich in einem eigenen Video. Das findest du in der Videobeschreibung unten. Die Falcon Heavy ist auch nach langer Zeit wieder gestartet. Dieses Biest werden wir Anfang nächstes Jahres in einem eigenen Deep Dive behandeln. Und zu guter Letzt der orange Elefant im Raum. Artemis 1 ist gestartet und ich habe noch kein Video dazu gebracht. Bislang läuft die Mission weitestgehend problemlos. Bis auf eine Kleinigkeit mit der Kommunikation zwischen Erde und Kapsel. Orion wird jedenfalls am 11. Dezember wassern und danach gibt es eine detaillierte Analyse wie in den guten alten Starship-Tagen. Mein Name ist Sirwan, danke fürs Einschalten, Peras Pera, ad Astra.